Hamburg 1 und Hamburg.de präsentieren die Hamburg-Tipps im Frühcafé. Im Ernst-Deutsch-Theater läuft ein neues Stück. Und zwar seit gestern, seit dem 20. Januar. Und das Ganze läuft noch bis zum 20. Februar. Harper Regan. Harper Regan ist Anfang 40, hat einen Mann, eine Tochter und ein halbwegs gesittetes Leben in der Nähe Londons. Als ihr Vater im Sterben liegt, reist sie zurück in ihre Heimat und lernt dort, am Boden zerstört, neue Facetten ihrer Persönlichkeit kennen. Als sie wieder zurück zu ihrer Familie findet, ist nichts mehr, wie es vorher war. Also, Harper Regan läuft im Ernst-Deutsch-Theater und wir waren bei der Fotoprobe, bei dem Fotocall vor Ort und haben mit dem Regisseur gesprochen. Was machen wir aus unserem Leben und was machen wir auch in einer Welt, die ohne Gott irgendwie durchkommen muss? Es ist eine Frage auch, ein Stück auch über Moral, über welche Entscheidungen nimmt man im Leben, was ist gut und was ist nicht gut. Inwiefern kann man ehrlich sein, was ist überhaupt Wahrheit oder Ehrlichkeit. Und das alles wird sozusagen zwischen Leuten in Beziehungen, in der Familie, wird das abgehandelt. Ja, das klingt doch gut. Das Ganze natürlich unter den aktuellen Corona-Bedingungen. Da können Sie sich auch noch mal informieren. Sie können sich übrigens auch bei den Kolleginnen und Kollegen von hamburg.de informieren. Da gibt es auch Infos zu diesem Stück, aber natürlich auch noch viele weitere Tipps für die Stadt. Auch jetzt am Wochenende, wenn Sie nicht wissen, was Sie unternehmen wollen sollen, dann schauen Sie doch dort einfach mal vorbei. /heute, also hamburg.de/heute, da findet man dann alles Weitere.